6. 6. 6 ist immer gut. 6. Schicker Fettstein. Machen wir es, wir wollen nur krasser. Aha. Seid ihr Geschwister oder was? 6. 6. Die schießen auf uns. Ach. Ja, Schlüssel. Batman! Batman! Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Für alle die, die sich gefragt haben, wann kommt denn dein neues Video raus? Das ist genau jetzt. Und wenn ihr die aktuellsten Videos nicht verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und natürlich den Kanal abonniert. Aber jetzt rein ins Video. Von Stuttgart aus hoch nach Meppen an die holländische Grenze zu fahren, ist natürlich eine halbe Weltreise, aber ich wollte mir die Frage beantworten, ist der Cloud Maker wirklich so gut, wie alle behaupten? Oder etwa nicht? Also wirklich. Das ist einfach. Vermute auch, dass die hinten ankommen. Über das Treppenhaus. Ja, ich habe ihn gesehen, hinter der Säule. Ja, super, sehr gut. Für den Spieltag in Meppen habe ich tatsächlich mal wieder die Ares aus dem Schrank geholt. Ja, hinter der Säule, passt auf. Also was mir relativ schnell aufgefallen ist und was mir unglaublich gut gefallen hat an Mappen, an der Cloud Maker, wie unglaublich vielseitig dieses Spielfeld ist. Hoch? Entschuldigung. Habe ich jetzt nichts gehört, ne?
Warte. Okay. Okay, einer. Links. 10 Meter. Deadman! Ja, getroffen. Aber das probieren wir gleich nochmal, diesmal mit Unterstützung durch die liebe Tina. Warte, ich komm! Baumgott! Ein anderer Plan musste her, also sind Isegrim und ich auf ein Zwischendeck gegangen, um dort aus der Dunkelheit heraus die Gegner schön rausnehmen zu können. Ja. Da unten steht auch schon eins. Na, also mindestens einmal am Hintern habe ich dich aber erwischt. Ich glaube, auf die Entfernung ist meine Ares einfach nicht präzise genug. Ja, sind groß. So, ich habe mich dann dazu entschlossen, die Ares wieder in ihren Koffer zu packen und die ALP 556 mal ins Spiel mitzunehmen. Die hat 0,5 Joule. Schauen wir mal, was da so geht. Oder meinst du... Jungs, hier sind zwei Treppenhäuser. Einmal das und hier noch eins direkt neben uns. Nee, drei. Ja. Und auf der anderen Seite sind zwei, die gegenübereinander. Genau. Ja, vier sogar. Genau. Also vier dann, ja. Ja. Wir können halt noch ganz hin hochgehen, aber ich denke mal, da werden wir können hier oben nicht die Brücke und dann ganz anderes ganz treffen. Oben. Ganz oben. Das ist halt das Ekelhafteste. Ne? Da hinten im Aufzug durchs Treppenhaus hoch ist auch keine Lösung. Wir können halt nur die Treppen aus ganz drüben nehmen. Das Ekelhafte, wo man nicht zwischendurch raus kann, wo man nur ganz oben raus kann. Okay, dann müssen wir aber durch den Keller hinten. Wenn man jetzt hinten links das? Ganz hinten das. Das ist nur ganz oben raus. Wir sitzen da dann rüber. Ja, weil da sind sie ja alle. Die sitzen ja alle da oben auf dem Plateau.
So machst du das. Also der Plan, einmal durch den Keller, hinten durchs komplette Treppenhaus durch und nach oben. Achso. Oben angekommen war im Endeffekt auch relativ schnell klar, mit offenen Armen werden wir da nicht empfangen. Ich habe mich da oben dann auch gleich mit einem Kollegen ziemlich gebattelt. Hat sich später herausgestellt, dass es ein bekannter YouTuber war. Zu dem Zeitpunkt war ich felsenfest davon überzeugt, dass meine Kugeln da drüben auch ankommen. Und ganz ehrlich, ich glaube, die sind da angekommen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, ob die Kugeln da drüben angekommen sind. Ich habe dann den Lichtkegel von Taschenlampen wahrgenommen und habe gewusst, oh, jetzt geht's mir aber an den Kragen. Hit. Du hast aber lange durchgehalten, mein Junge. KSK. Tanz es ihm vor. Warte auf die Nachricht. Auf ins letzte Gefecht mit dem lieben Gecko bin ich durch die KSK-Wohnung, durch das Treppenhaus nach oben, weil wir gewusst haben, über uns müsste es nur so von Roten wimmeln. Stabil die Tür abbekommen. Ja, zum Glück, mein Magazin war alle. Pass auf, gleich kommt eine Granate. Ja. Mach dich schon mal bereit. Mensch, das ging ja schnell. Wir sind nämlich schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich würde mich wahnsinnig über ein Abo von euch freuen. Kommentiert unter dem Video, was das Zeug hält. Kritik, Anregungen. Ich bin für alles offen. Zu guter Letzt natürlich noch mein Fazit zum Cloud Maker.
Junge, Junge, Junge. Was ein geiles Spielfeld. Ich werde definitiv wiederkommen. Jetzt werde ich mich auf meine vier Buchstaben hocken und die nächsten Videos schneiden. Und hey, Hand aufs Herz, ich gebe mir Mühe, dass es nicht wieder so lang dauern wird. Ich würde dann sagen, bleibt anständig, bleibt vor allem gesund. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Nubitron.